aus wie so Spar-Terminator. Was ja echt eklig ist, wenn man mal so ein paar Farbbilder filmen will, dass da mehr Leichen auf der Scheibe kleben als irgendwas anderes. Flagge zeigen, Leute. Ich glaube, ich bin der einzige Schalker in der ganzen Stadt. Trotz mehrfacher Verwarnung meint Dominik Paraskevopoulos, er muss unbedingt sein Schalke-T-Shirt anziehen. Ne, Trikot heißt das, ne? Atmosphäre. So, wir sind jetzt gerade in der Dortmunder Westfalenhalle angekommen. Wir sind hier im Backstage-Bereich. Es riecht hier die ganze Zeit ein bisschen nach Klo, aber das könnt ihr ja nicht. Ne? Wir müssen mal was essen. Also, das ist Kushi, unser Schlagzeuger. Für alle diejenigen, die noch nicht kennen. Glauben Sie diesem Mann kein Wort. Unser Ex-Schlagzeuger. Das ist der Jules. Hallo. Unser zukünftiger Schlagzeuger. Alter, aber auch schlecht. Und das hier ist unsere Garderobe. Hier. Und guck mal rein. Fast. Langweilt sich wieder zu Tode. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das hier die größte Garderobe der Welt ist. Zumindest die größte, in der wir waren. Er hat schon befürchtet, dass wir heute da spielen müssen, weil oben irgendwie kein Platz mehr ist oder so. Jetzt werde ich hier beobachtet. Das ist mein Ritual vor jedem Konzert. Ich packe meinen kompletten Koffer aus und direkt danach wieder ein. Ich weiß nicht warum, ich gucke einfach noch, ob alles da ist. Und in der Regel lege ich dann schon so meine Sachen raus, die ich nachher noch mal zählen anziehe. Ich lege alles schon mal parat und gucke, ob alles da ist. Hier noch Batterien für nachher, damit ich auch alles höre. Das für das Mikrofon und so weiter. Der sagenhafte Edding, mit dem ich die Autogramme gebe. Genau, und das ist mein Ritual, das bringt mich so ein bisschen runter und hemmt so ein bisschen die Aufregung und dann kann es gleich losgehen. Das Problem bei so einem Koffer auf Tour ist immer, wenn man damit jetzt so 3-4 Tage unterwegs ist und man hat 2 Bühnenoutfits vollgeschwitzt, die gären dann so langsam im Koffer vor sich hin. Ich weiß, das sind eigentlich Einblicke, die ihr jetzt gar nicht hören wollt, weil bei Musikern, die riechen ja immer nach eine Mischung zwischen Whisky und Parfüm. Aber in meinem Fall ist es so, es riecht wie ein Fußballverein. Immer.